Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir uns anschauen, wie du die Versessenheit auf eine Frau loswerden kannst oder wie du mit einer Frau abschließen kannst, mit der vielleicht nichts mehr in die Richtung geht, wie du es dir vorstellst. Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir uns in eine Frau verrennen, sage ich mal? Und was kannst du tun, um da wieder auf einen gesunden Weg zurückzukehren? Das wollen wir uns heute anschauen und ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Einmal kurz vorweg, jetzt kam ja eine längere Zeit von mir keine Videos. Es gibt gerade so ein paar Dinge in meinem Leben, die ich regeln musste, um die ich mich kümmern musste. Jetzt habe ich aber wieder einen groben Plan und habe jetzt ausgearbeitet, wie in Zukunft diese Videos kommen werden. Das heißt, du kannst jetzt wieder regelmäßige Videos von mir erwarten. Es war ein bisschen stressig in letzter Zeit, dafür Entschuldigung. So, wir wollen uns heute angucken, wie du ja die Versessenheit, ich nenne es jetzt mal so, auf eine Frau loswerden kannst. Man nennt das ja auch manchmal, also aus diesem Pickup-Bereich kennt man ja diesen Begriff, die One-Natist, das heißt das Verliebte, das oder starke Verliebtsein in eine Person. Ne? Diesen Begriff könnte man auch nehmen, um das zu erklären. Und nur um es einmal abzugrenzen, wenn wir sagen starke Verliebtheit, dann meinen wir natürlich eine negative Form der starken Verliebtheit, denn stark in eine Frau verliebt zu sein und sie ist in dich verliebt, das ist ja keine schlechte Sache. Wir reden hier davon, dass du stark in eine Frau verliebt bist, die ja kein Interesse an dir hat oder dass du so stark in eine Frau verliebt bist, dass es schon negative Konsequenzen für dein eigenes Leben hat. Das heißt, du denkst nur noch über sie nach, du kommst zu nichts anderem mehr, du vernachlässigst vielleicht Job, Freunde etc. Und ja, kannst allgemein gedanklich gar nicht mit dieser Frau abschließen. Und ich glaube, das kennt jeder Mann irgendwo aus seinem Leben. Jeder Mann hat es schon mal irgendwie erlebt bei einer Frau. Und wir wollen uns heute eben angucken, was du da tun kannst, wie du da wieder rauskommen kannst. Und das Ganze ist natürlich auch aus gegebenem Anlass. Ich bin immer wieder mit meinen Coaching-Teilnehmern, immer wieder mit anderen Männern in Kontakt, die mir von ihren Problemen erzählen oder wo ich die Probleme mit denen kläre. Und da kommen wir eben oft zu so einem Punkt, dass ein Mann ja einfach sehr versessen auf eine Frau ist und den Fokus stark auf diese eine Frau legt. Und dann denkt er über diese Frau nach, dann spreche ich mit ihm über diese Frau und er schafft es nicht wirklich, sich von dieser Frau zu lösen. Aber was kann man da jetzt am besten tun? Und die einfachste und wirksamste Methode, das ist meiner Meinung nach tatsächlich so und das ist auch im Grunde eine Methode, ja, mit der du niemandem so weit schaden kannst. Das ist eine gesunde Methode für dich. Und das ist ja das Wichtige, es soll ja nichts Ungesundes sein. Offensichtlich könntest du dich auch mit Alkohol oder Drogen ablenken, aber das wollen wir natürlich nicht tun. Das Beste, was du im ersten Schritt machen kannst, ist, dass du neue bzw. andere Frauen kennenlernst. Natürlich, wenn du jetzt extremes Interesse an der Frau hast und sie hat extremes Interesse an dir, dann passt ja alles wunderbar zusammen, dann brauchst du dich ja um nichts kümmern. Aber wir gehen natürlich von dem Fall aus, du hast extremes, vielleicht übertriebenes Interesse an ihr, aber von ihrer Seite aus kommt nicht wirklich viel zurück. Das Erste, was du verstehen musst, ist, dass da natürlich auch so eine Art von, da ist eine Diskrepanz dazwischen. Dein Interessenslevel ist hier oben und ihres ist hier unten. Und es ist natürlich klar, dass es irgendwie nicht so die perfekt zueinander passende oder gesunde Beziehungsweise, nenne ich es jetzt mal, darstellt. Und ja, wir wollen einfach, wenn es möglich sein soll, dass mit dieser Frau vielleicht doch noch was funktioniert, dann wollen wir das Ganze einfach auf ein ausgeglicheneres Level bringen, sodass das Interesse auf beiden Seiten eben mehr vorhanden ist. Und die einfachste Methode, mit der du das tun kannst, ist, dass du wirklich andere Frauen kennenlernst, andere Frauen datest. Denn was passiert, wenn du das machst? Nehmen wir mal an, hier ist dein Interesse, hier ist ihr Interesse. Ja, von ihr kommt nicht viel zurück, sie sagt vielleicht kurzfristig Dates ab, aber du willst sie unbedingt. Nehmen wir mal an, dem ist so. So, du fängst jetzt an, andere Frauen kennenzulernen. Was jetzt zuerst mal bei dir passiert ist, dass du merkst, also du siehst andere Frauen, du siehst, dass es auch andere interessante Frauen da draußen gibt und bei dir passiert Folgendes. Ne? Dein Interessenslevel für diese eine Frau sinkt etwas, weil du merkst, hey, das ist ja nicht die eine Frau, das ist nicht die einzige Frau für mich, sondern da draußen gibt es auch andere interessante Frauen. Sei dir immer bewusst, es gibt vielleicht nicht unbedingt die eine perfekte Frau für dich, aber es gibt sehr viele Frauen, die dich glücklich machen können und die du glücklich machen kannst. Es gibt ja nicht die eine perfekte und alle anderen passen nicht. Ne? Also dem Missglauben, dem Irrglauben sitzt da bitte nicht auf. Also dein Interesse für diese Frau sinkt eben dadurch, dass du einen Vergleichswert hast. Du merkst halt, oh, auch andere Frauen sind interessant oder du merkst vielleicht, ah, diese Frau ist vielleicht gar nicht so überperfekt, wie ich sie gerade sehe. Weil das ist ja auch ein Problem. Wir haben dann immer den Eindruck, diese eine Frau wäre perfekt, diese eine Frau wäre ohne Fehler. Und das ist natürlich Quatsch. Auch diese Frau ist natürlich nur ein Mensch mit ihren eigenen Macken und Kanten, wie das bei uns allen der Fall ist. Aber das sieht man dann in dem Moment nicht und das führt zu einer falschen Einschätzung. Und wenn du dann andere Frauen kennenlernst, datest, dann hast du hier wieder eine realistischere Einschätzung und dein Interessenslevel kann auf ein gesundes Niveau sinken.
Was passiert hier auf Ihrer Seite? Auf Ihrer Seite war es ja vorher so. Von dir kam sehr, sehr viel und sehr, sehr viel von dir. Du wolltest sehr viel, du wolltest sehr schnell sehr viel. Und manche Frauen mögen das sicherlich, aber wir reden ja hier jetzt von einer Dynamik, in der sie nicht so viel Interesse hat. Und was hier tendenziell jetzt passiert, ist, dass sie eher noch weniger Interesse hat. Na, ist ja klar, wenn sie von vornherein sowieso viel Interesse gehabt hätte, na, sehr viel Interesse, so viel wie du, dann ist es ja gar kein Problem, aber das ist ja nicht unser Fall. Das heißt, dadurch, dass du immer mehr machst, kommt es tendenziell eher dazu, dass die Frau eher so sich tendenziell eher ein bisschen zurückzieht. So, jetzt haben wir dich auf hier eine ausgleichende Position gebracht. Das heißt, dein Interessenslevel ist schon mal gesunken. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass von deiner Seite aus jetzt weniger kommt. Das heißt, hier in der Mitte zwischen euch entsteht mehr Raum. Und dieser Raum kann eben jetzt mit der Annäherung dieser Frau gefüllt werden. Ne? Ihr Interessenslevel war hier und ihr Interessenslevel steigt jetzt nun wieder, weil sie merkt, hey, von dir kommt da jetzt nicht mehr übermäßig viel. Jetzt hat sie wieder Raum, ne, der Raum zwischen euch, um auch mal von sich aus sich zu melden. Denn natürlich ist es keine gute und gesunde Dynamik, wenn du jedes Mal die Treffen vorschlägst, du dich jedes Mal meldest und von ihrer Seite aus gar nichts und vielleicht nur Absagen kommen. Das ist natürlich Quatsch und da kann ja auch nichts Gutes draus entstehen. Wir wollen das hier zurück auf ein gleiches Niveau bringen. Ne? Ursprünglich haben wir davon gesprochen, was du tun kannst, um diese Frau zu vergessen. Und auch das ist der beste Weg. Wenn die Frau überhaupt kein Interesse mehr an dir hat, dann ist es trotzdem für dich der beste Weg, wenn du andere Frauen kennenlernst, datest. Du musst nicht unbedingt mit ihnen schlafen. Es gibt ja diesen bekannten Spruch, ja, schlaf mit 10 anderen Frauen, dann hast du sie vergessen oder was auch immer. Kannst du machen, wenn du möchtest. Das musst du aber nicht tun. Es reicht einfach schon, wenn du einfach merkst, hey, es gibt andere interessante Frauen da draußen, andere Frauen, die ja auch was zu bieten haben, und die andere Frau in einem besseren Licht siehst. Ne, das ist ja auch das Problem, wenn du aus langen Beziehungen kommst. Du warst jetzt 4, 5 Jahre mit dieser Frau zusammen. Wenn es eine feste Beziehung war, was die meisten Beziehungen sind, hast du in der Zeit keine anderen Frauen kennengelernt. Und es hat sich eben bei dir der Eindruck entwickelt, das ist die eine Frau, das ist die perfekte Frau, die passt perfekt zu mir. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Du bist einfach die ganze Zeit mit dieser Frau zusammen gewesen und hast auch keine anderen Frauen getroffen. Und jetzt, wenn du aus der Beziehung rauskommst, dann ist es natürlich erstmal ganz, ganz schlimm, weil du den Eindruck hast, oh Gott, so eine tolle Frau finde ich ja nie wieder. Und deswegen ist es so wichtig, dass du anfängst, auch neue Frauen kennenzulernen und zu daten, auch in dieser Situation, damit du halt merkst, ah, okay, da draußen gibt es auch andere interessante Frauen. Und das ist interessanterweise etwas, das kann man dir nicht einfach sagen, weil es könnte dir ja einfach jemand sagen, kein Problem, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Das könnte man dir ja auch so kommunizieren. Aber du musst es halt erleben. Du musst es in der Welt sehen, du musst es in der Realität erleben, damit es für dich die Wahrheit werden kann, damit du es als Wahrheit erkennen kannst für dich selber, sonst funktioniert dieser Prozess nicht. Na, ich muss dir ja nicht erzählen, dass es oft nicht ausreicht, wenn dir jemand etwas sagt. Du musst es eben selbst erleben. Und so ist der beste und effektivste Weg, da wieder auf ein gesundes Level zu kommen, egal in welcher Situation du jetzt steckst, dass du eben andere Frauen datest. Und jetzt will ich noch mal kurz zu diesem Punkt kommen, weil das auch oft Teil der Fragen sind, sollte ich denn dann Kontakt mit dieser Frau haben? Und ich habe schon mal Argumente dafür gehört, die sagen, das einzig Schlimme an einer Trennung ist, dass man ganz plötzlich keinen Kontakt mehr zu dieser Person hat, zu einer Person, mit der man ganz lange verbunden war. Ich glaube aber, das ist nicht der Fall. Ich glaube, es ist gesünder und es ist meiner Erfahrung nach gesünder von mir und meinen Coaching-Teilnehmern, wenn man sich wirklich ja, von der Frau entfernt, wenn man wirklich den Kontakt erstmal für eine ganze Weile abbricht. Denn ansonsten passiert Folgendes, jedes Mal, wenn du wieder Kontakt mit ihr hast, also du bist ja dann nicht mehr, nehmen wir jetzt mal eine Trennung an, du bist ja nicht mehr mit ihr zusammen. Das heißt, euer neuer Status ist ein bisschen fragezeichenmäßig, aber bewegt sich vielleicht meistens in so einer Art Freundschaft oder auch vielleicht nicht. Das Problem ist, wenn du mit deiner Ex-Freundin jetzt befreundet bist, dann wirst du natürlich auch davon hören, was sie so erlebt in ihrem Leben. Und dazu gehören auch andere Männer, die sie kennenlernt. Und das wird dich immer wieder in einen negativen Kreislauf reinschmeißen. Jedes Mal, wenn sie sich meldet, wird das irgendwie wieder negativ für dich sein. Deswegen nimm dir erstmal eine Zeit, nimm dir erstmal eine Abstandszeit. Du musst selbst gucken, wie lange das für dich sein muss. Man redet immer von 3 Monaten. Das ist natürlich individuell. Wenn du eine längere Beziehung hattest, brauchst du einen längeren Zeitraum. Wenn du eine kürzere Beziehung hattest, einen kürzeren Zeitraum. Ne, das kann von 3 Monaten bis vielleicht sogar einem Jahr dauern, wo du einfach erstmal lieber keinen Kontakt haben solltest. Das ist bei mir genauso. Mittlerweile ist es so, ich bin mit meiner Ex-Freundin nicht mehr in Kontakt aktuell. Wir haben lange nicht geschrieben, aber wenn wir jetzt schreiben würden, dann wäre das kein großes Ding mehr für mich. Die Zeit nach der Trennung, vielleicht ein halbes Jahr nach der Trennung, da war das noch irgendwo ein großes Ding für mich. Aber auch da habe ich schon langsam angefangen, neue interessante Frauen kennenzulernen. Und das hat wirklich, ja,
meine Sicht wieder gesundet. Ich habe wieder gesehen, hey, das ist eine ganz normale Frau, es ist eine tolle Frau und es war eine tolle Frau, aber es ist einfach auch nur eine ganz normale Frau und jetzt nicht die Erfüllung aller Träume. Ne? Also von solchen Mindsets, von solchen Geschichten musst du dich optimalerweise abwenden, dieses, oh, die eine perfekte für mich. Ja, vielleicht gibt es die eine perfekte für dich. Also es gibt sicherlich hier auf der Welt eine, die perfekter zu dir passt als alle anderen. Aber die wirst du wahrscheinlich niemals finden, denn die Welt ist ziemlich groß. Aber was du finden wirst, sind viele, viele Frauen, die zu dir passen. Die musst du einfach nur kennenlernen. Wie du die kennenlernst, ist natürlich jetzt ein anderer Punkt. Und da komme ich dann theoretisch ins Spiel. Ich als dein Coach, hier als dein Trainer. Das heißt, wenn du Unterstützung dabei brauchst, Frauen kennenzulernen, dann kannst du zu mir kommen, kannst du mir ins Coaching kommen. Ab nächste Woche verteile ich die neuen Coachingplätze bzw. melde mich bei all den Leuten, die sich beworben haben. Es wird eine relativ lange Liste, deswegen hab da Geduld. Du wirst dann hinten dran gehangen. Aber du kannst dich hier unter dem Video für ein Coaching bei mir bewerben. Ich hoffe, die Thematik ist soweit klar. Schreib mir gerne in die Kommentare, was deine Erfahrungen mit diesem Thema sind. Schreib mir, was dir vielleicht geholfen hat. Wie gesagt, ich halte es für den besten Weg, wenn man A, anfängt, neue Frauen zu daten und B, einen gewissen Abstand hält. Aber du musst natürlich für dich selbst schauen, wie das für dich funktioniert. Geil, dass du dabei warst. Hier oben links abonnierst du den Channel, auch die Glocke drücken, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unter mir kannst du dich, wie gesagt, hier für ein Coaching bewerben. Und hier kommst du zu einem Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg und Frauen. Unbedingt vorbeischauen, wenn du bis hierhin geguckt hast. Ich freue mich drauf, dich übermorgen wieder zu sehen. Bis dahin, ciao.